Am Donnerstag war ich in Graz bei der Diakonenweihe von unserem Mitbruder, Pater Karl Maria Schneps, das frisch geweihte Diakon. Es war eine schöne Feier und mir war es wichtig, auch dorthin zu fahren. Nur das ist immer so eine Sache. Ich mag Graz sehr, aber der Weg dorthin, das ist immer so ein bisschen anstrengend. Wenn man mit den Öffis fährt, der Zug fährt fast 2,5 Stunden, also von Meidling bis Hauptbahnhof in Graz. Und man muss noch bis nach Meidling kommen und dann vom Hauptbahnhof in Graz ins Zentrum. Das dauert so gute 3 Stunden, bis man dort ist. Mit dem Auto dauert es 1 Stunde 45 Minuten ungefähr, vom Haustür zu Haustür. Das ist ein bisschen schneller. Deswegen bin ich mit Pater Helmut auch mit dem Auto gefahren. Wie man auch fährt, man muss über den Wechsel fahren. Und das ist eine ziemlich kurvige Strecke. Wenn jemand sie nicht kennt, dann besser Fuß vom Gas nehmen. Und wenn es ein bisschen nass ist, also ich empfehle nicht schneller als 125 zu fahren. Und da muss man aufpassen. Ich denke mir immer, könnten Sie diese Autobahn nicht einfach geradeaus bauen? So wie man zum Beispiel Richtung Linz fährt. Da gibt es eine schöne Strecke kurz vor Linz, wo es wirklich schnurstracks gerade ist. Ging aber nicht. Auf jeden Fall gibt es Wege, die man betritt oder befährt, die nicht so ganz gerade sind. Auch der Zug schleicht so ein bisschen rum durch die Gegend. Nach Wiener Neustadt ist es so eine Panoramafahrt eigentlich nach Graz. Also keine richtige Zugfahrt, wie man das heute sich wünschen würde, dass es schnell geht. Nein, da gibt es viele Kurven, viele Tunnels und es ist langsam. Warum ich euch das erzähle? Weil das viel mit der heutigen Lesung und mit dem Evangelium zu tun hat. Da geht es auch um Wege, die nicht gerade sind. Und ich habe das auch in einem Kommentar gelesen, dieses Bedürfnis danach, dass Wege gerade sein sollten, ist nicht so verkehrt. Also es gab den Brauch im alten Orient und ich vermute auch hier in der Gegend, also so vor 2000 Jahren, wenn ein König sich auf den Weg gemacht hat oder ein Herr, dann ist man nicht den Weg so gegangen, sondern man hat sich einen neuen gemacht. Der König, der darf ja nicht so durch die Gegend schleichen, der muss gerade gehen. Und dasselbe, wenn ein großes Heer sich bewegt hat, ist es auch nicht irgendwie die ganzen Kurven abgegangen, sondern hat sich einen neuen Weg angelegt. Und das ist wichtig, um auch zu verstehen, wer Gott eigentlich ist. Weil im Jesaja hören wir diesen Aufruf, dem Herrn die Wege gerade zu machen, ihm den Weg zu bahnen und so weiter und so fort. Aber was da eigentlich steht, ist, wenn Gott kommt, dann machen sich die Wege von selbst gerade. Dann senken sich die Hügel, es ist alles schön eben und gerade. So ist unser Gott. In seiner Gegenwart, wenn er kommt, für ihn ist alles easy und einfach. Für uns ist es manchmal sehr kompliziert. Und das kann man auch sehr gut auf das eigene Leben umsetzen. Weil unsere Wege so ein bisschen kurvig sind und nicht ganz gerade und manchmal hügelig und so weiter, versucht man sehr oft, also ich mache das immer wieder, irgendwas für Gott herauszuschlagen, etwas Spezielles für ihn zu machen. Besonders im Advent ist man irgendwie besser gelaunt oder irgendwie fühlt sich angesprochen, für Gott etwas zu machen. Also man fastet oder man tut besondere Dinge, versucht zu anderen nett zu sein. Und das scheitert oft, sehr oft auch daran, dass man sich vorstellt, das muss etwas Besonderes sein. Aber wenn man den Text sowohl des Evangeliums, wo Jesus sich auf diesen Text aus Jesaja bezieht, wie auch den Text aus Jesaja selbst genau liest, steht es dort, bahnt diesen Weg in der Wüste.
Und wenn dein Alltag vielleicht manchmal so ist wie eine Wüste, in der es keine geraden Wege gibt, es ist sehr oft für unser geistliches Leben auch unfruchtbares Land. Ist halt so. Geh deinen Tag durch, die Verpflichtungen, denen du nachgehen musst. Wie kann da Gott Platz haben? Ist schwierig. Und es liegt nicht immer an dir oder mir. Das ist einfach so. Viele Dinge kann man nicht ändern. Arbeiten müssen viele Leute. Ob sie dafür bezahlt werden oder nicht, ist eine andere Sache. Die Arbeit zu Hause ist auch Arbeit, die notwendig ist. Und dort Gott einen Platz zu geben, ist schwierig. Deswegen sucht man Orte draußen. Also man macht Exerzitien oder besucht eine besonders schöne Kirche oder einen besonderen Gottesdienst und erhofft sich, dass ich dort Gott begegnen werde. Oder besucht ein Konzert, ist auch eine Möglichkeit, ein Adventkonzert oder sowas. Aber die Bibel sagt uns etwas anderes. Also der Weg ist nicht falsch, wenn man es so macht, aber Gott hat es für uns ganz anders vorbereitet. Er hat den Johannes der Täufer auch nicht nach Jerusalem gerufen und ihm gesagt, hallo, ich bin Jesus, ich bin Messias und so weiter, sondern Jesus ist zu ihm in die Wüste gegangen, da wo er war. Und Gott kommt auch in deinen Alltag, du musst nichts machen. Du musst wirklich nichts machen dafür. Er wird kommen, er kommt jeden Tag zu dir. Es ist die Schwierigkeit, ihn zu bemerken manchmal, weil man so beschäftigt ist mit Dingen, wo ich selber sage, die für unser geistliches Leben unfruchtbar sind. Aber wenn du kurz mal innehältst und dir überlegst, wo du Gott zum Beispiel in dem Menschen, mit dem du dich jetzt beschäftigen musst, erblicken kannst, dann musst du ihn nicht suchen, er ist schon da. In deinem Schwester, deinem Bruder, in deinen Kindern oder wer sonst vor dir steht. Du musst nichts Besonderes machen, damit Gott dir begegnet, weil er ist derjenige, der deine Wege gerade machen wird. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon versucht hat, mal einen Weg anzulegen, sei es ein kleiner Gartenweg. Das ist viel Arbeit. Und es wächst immer wieder zu. Und wenn Gott etwas gerade macht, dann ist es gerade und bleibt so. Schau, wo du in deinem Leben vielleicht zu viel Energie dafür verschwendest, dir Räume zu schaffen oder Wege zu bauen, die zu Gott führen, wo es nur mühsam ist. Wenn etwas nur mühsam ist, ist es nicht gut, würde ich sagen. Und man wird davon nur eines müde. Aber wo du in deinem Alltag vielleicht eine Funken Wahrheit erkennst, sein Antlitz erkennst, wenn es dir gelingt, in den Menschen, denen du tagtäglich begegnest, sein Antlitz zu sehen, in den Tätigkeiten, die manchmal nicht besonders aufregend sind, auch vielleicht etwas von seinem Reich zu erblicken, da wird dein Angesicht aufleuchten. Und es ist nicht nur Mühsal des Alltags dann zu spüren, sondern auch etwas Tieferes, eine Freude, die vom Heiligen Geist kommt. Und ich glaube, das ist auch das, was, also der Weg Jesu ist sehr einfach. Das, was er mit Johannes dem Täufer macht, ist so einfach. Er geht einfach zu ihm. Und wenn man das Evangelium wirklich liest, Jesus macht da eigentlich nichts. Er kommt nur zu ihm. Und das Leben vieler ändert sich. Auch das Leben des Johannes der Täufers. Zuvor ist er irgendein komischer Prediger, der komisch bekleidet ist und unappetitliche Sachen isst.
haust irgendwo in der Wüste und schreit darum durch die Gegend. Und wenn Jesus auf den Plan tritt und wenn Jesus in sein Leben hineintritt, wird er zu jemand Größerem. Er wird zu einem, der Jesus verkündet und sagt, schaut mal, der ist hier, mitten unter uns und nicht irgendwo da draußen. Meine Empfehlung für den Advent, auch für die Vorbereitung auf Weihnachten, suche nicht das Besondere. Suche nicht das Außergewöhnliche, sondern im Kleinen ist Gott zu erkennen. Wirklich im kleinen und demütigen Gesten ist Gott zu erkennen. Und wenn du ihn dort findest, kannst du ihn auch festhalten, dass er nicht irgendwo verschwindet. Aber wenn du Gott nur irgendwo draußen, außerhalb deines Alltags begegnen kannst, wenn du dort deine ganze Energie für die Suche nach ihm investierst, dann wirst du ihm nur dann begegnen, wenn du dich freischaufelst. Und seien wir uns ehrlich, so viele Möglichkeiten hat man im Alltag nicht. Suche ihn, er lässt sich finden. Und muss nicht weit suchen, weil er ist schon bei dir.